Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer inzwischen ja schon größeren kleinen Serie rund um Balkonkraftwerke, selber Strom erzeugen. Es geht also heute mal wieder um den Bereich erneuerbare Energien. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität, wieder mal für euch in Berlin unterwegs zu einem weiteren Treffen. Ich erzähle euch nach dem Intro gleich, worum es geht. Ihr nutzt jetzt einfach mal die Zeit des Intros, um unseren Kanal zu abonnieren, und dann geht's auch gleich los. Ja, super, dass ihr dran geblieben seid und dass ihr auch den Kanal abonniert habt. Bitte denkt auch dran, einfach mal die Glocke zu klicken, damit ihr immer informiert werdet, wenn es neue Videos von uns gibt. Ich bin heute mal wieder für euch unterwegs, und zwar fahre ich heute zum Christian Ofenhäusle. Christian Ofenhäusle ist Spezialist in Sachen Balkonkraftwerke, und zwar ganz speziell in Sachen netzgekoppelte Balkonkraftwerke. Christian. Hi. Jo, hi, grüß dich. Schön, dass Christian du da hat schon das richtige T-Shirt angezogen. Mach deinen Strom. Christian, stell dich mal vor. Ja, hi, ich bin Christian Ofenhäusle, Geschäftsführer der EmpowerSource UG. Wir betreiben die Plattform machdeinstrom.de. Da geht es ausschließlich um das Thema Mini-Photovoltaik, Balkonkraftwerke, Guerilla, PV, wie man auch dazu sagen will. Es gibt ja sehr viele Namen dafür. Verkauft ihr jetzt so eine Anlagen? Nee, wir sind eine reine Kommunikationsagentur. Das heißt, wir informieren über verschiedene Angebote. Wir haben auch ein Ranking, das wir jedes Jahr erstellen, wo wir dieses Jahr zum Beispiel fast 100 unterschiedliche Angebote mal gegenüberstellen und nach einem bestimmten Kriterienkatalog miteinander vergleichen. Sodass einfach der Verbraucher wirklich darüber informiert wird, was für ihn das beste Kraftwerk ist. Unser erstes kleines Video, was wir veröffentlicht haben zu diesen Mini-Anlagen, hat jetzt 73.000 Views. Das ist Wahnsinn. Deswegen haben wir auch dann gedacht, wir machen so eine Serie draus. Und netzgekoppelte Anlagen soll heute so ein bisschen das Thema sein. Du hast eine hier im Garten zu stehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin, gucken uns die mal an. Und dann erklärst du mal, welche Komponenten sozusagen dazugehören und was so der Unterschied ist zu den Anlagen, die ich vorgestellt habe. Ja, das mache ich sehr gerne. Also das ist jetzt hier so ein Beispiel. Das ist ein netzgekoppeltes Kraftwerk, Balkonkraftwerk, sagt man gängigerweise dazu. Das hier besteht jetzt aus einem Photovoltaikmodul. Das hier hat 250 Watt. Es gibt aber auch wesentlich leistungsstärkere heutzutage. Auf der Seite, wenn du mir kurz folgen möchtest, klar, haben wir hier einen Mikrowechselrichter, der macht aus dem Gleichstrom, der aus dem Photovoltaikmodul kommt, Wechselstrom. Und hier hinten sieht man schon, da geht das Kabel raus. Das geht hier unten noch in einen FI-Schalter, das ist so eine zusätzliche Sicherung. Braucht man nicht unbedingt, aber wenn man auch nur mal sicher gehen will, ist es einfacher, hier schnell den Kippschalter zu legen, und dann ist das Ding aus. Und hier unten geht das Kabel raus, und das geht dann in die Steckdose. Damit kann man also bis zu 250 Kilowattstunden im Jahr bei einem 250 Watt Modul im Schnitt selber eigenen sauberen Solarstrom herstellen. Die Frage, die ich immer auch gehört habe oder die mir selber ja auch gestellt wird, weil ich an dem Thema auch schon längere Zeit dran bin, sind das irgendwelche besonderen Module oder ist das eigentlich nur ein Standard-Solarmodul? Das sind die absolut gängigen Solarmodule, die auch auf Dachanlagen oder bei großen Freiflächenanlagen verwendet werden. Da ist überhaupt nichts Besonderes dran. Die können aus China kommen, es gibt aber auch europäische Hersteller, also das ist Standardware. Okay. Jetzt hast du schon gesagt, und viele von euch werden das wissen, diese Balkonmodule, sagen wir einfach mal, sollen an die Steckdose angeschlossen werden, und da genau beginnt eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt an der Geschichte. Ja, tatsächlich ist das so, dass es in Deutschland ein bisschen anders geregelt ist als in vielen anderen europäischen Ländern. Beispielsweise Österreich, da wurde eben vor 3 Jahren festgelegt, dass man die Dinger im Prinzip einfach mit einem normalen Stecker in die Steckdose stecken kann, ohne dass man da Schwierigkeiten bekommt, und alles, was unter 600 Watt ist, musste auch gar nicht groß gemeldet werden. In Deutschland sieht das anders aus, da haben wir tatsächlich den Richtlinien wurde festgelegt, dass man eine sogenannte Energiesteckdose verwenden muss. Ich habe auch eine da, die zeige ich nachher gerne noch. Super. Ist es einfach ein bisschen anders von der Strukturierung, und die ist abzugssicher. Die hat oben so einen Bügel, damit man es nicht rausziehen kann. Im Prinzip wäre das, siehe Beispiel Österreich, nicht nötig, denn diese Mikrowechselrichter, wie wir ihn hier an der Seite haben,
die schalten automatisch nach 20 Millisekunden aus, wenn die Spannung wegfällt, also wenn man den Stecker zieht. Ja. Dass das Ding nachher auch berührungssicher ist, das kannst du dir in die Nase stecken, da passiert nichts. Ja. Das heißt also, nur nochmal zur Zusammenfassung, wir haben also hier auf der einen Seite die Anlagen, die in dein Haus, in dein Wohnungsnetz einspeisen. Das heißt, du musst irgendeine Kopplung zum Stromnetz haben. Und ich habe nochmal ganz kurz hier nochmal diese kleine Anlage mitgebracht, die ich euch auch schon mal gezeigt habe, nur nochmal, damit ihr den Unterschied versteht. Also hier ein Solarmodul, was da seht ihr auch in der Größe deutlich kleiner ist. Das ist ein 50 Watt Modul und ich habe es nochmal mitgebracht hier. Einen so einen tragbaren Speicher, also praktisch eine Powerbank, die man mit Solar lädt und hinterher den Strom auch entsprechend nutzen kann. Okay, Christian, ich würde sagen, wir setzen uns mal wieder hin und dann besprechen wir mal so die Knackpunkte an der Sache. Okay. Dann fassen wir mal zusammen. Also Das heißt, erlaubt ist es. Es gibt kein Gesetz, was es verbietet. Ja. Worauf muss ich dann technisch achten, wenn ich es denn dann wirklich machen möchte? Genau. Also die Voraussetzungen für den Anschluss wurden schon 2017 festgelegt. Das ist entweder, man verwendet eben so eine Energiesteckdose. Das ist jetzt ein Fabrikat der Firma Wieland. Mhm. Das ist eigentlich der Hauptanbieter für diese Geräte. Für diese Steckverbindungen. Und die andere Option ist es, das Kraftwerk fest anzuschließen, also fest in die Hausinstallation einzuschrauben. Dann ist es natürlich auch abzugssicher, das ist ganz klar. So. Die andere Voraussetzung, die betrifft jetzt aber nicht den reinen Anschluss, sondern die betrifft diese Vereinfachung, dass man keinen Elektriker mehr für die Installation braucht oder für die Inbetriebnahme braucht, so ist es richtig formuliert. Diese Voraussetzung ist, dass der Stromzähler ausgetauscht wurde. Mhm. Also man also viele Haushalte in Deutschland haben noch solche alten Ferraris-Zähler mit der drehenden Scheibe drin, die kennt man ja. Und diese werden sowieso in den nächsten Jahren sukzessive ausgetauscht, das ist gesetzlich alles schon beschlossen. Wenn man allerdings so ein Kraftwerk in Betrieb nehmen will, da ist ja immer die Gefahr da, dass man mehr Energie produziert, als man zu Hause verbraucht und das würde dann rückwärts in den Stromzähler reinlaufen, dann dreht sich die Scheibe in die andere Richtung und das ist quasi Urkundenfälschung so auf eine bestimmte Art, Fälschung von Aufzeichnungen heißt es. Ja. Kann das irgendjemand eigentlich nachprüfen? Also würde das irgendjemand merken, dass der Zähler sich rückwärts läuft, wenn jetzt jemand sagt, so ja, hört sich doch ganz schick an? Ja. Ab einer bestimmten Menge fällt das schon auf. Ja. Also tatsächlich ist es ja so, dass immer der Ableser kommt und wenn dann plötzlich, sage ich jetzt mal, die verbrauchte Stromzahl sozusagen auf die Hälfte runterfällt, dann wundert man sich schon, was ist da los. Es gab da an der Stelle noch keine Verfahren oder irgendwas in der Richtung Strafen. Also, aber wenn man halt so ein Ding sauber und legal in Betrieb nehmen will, dann ist es eben angebracht, dass man auch den Stromzähler wechseln lässt. Das ist in vielen Netzgebieten auch umsonst, weil wie gesagt, der Wechsel muss sowieso erfolgen in den nächsten Jahren. Da ziehen die Netzbetreiber diese Anschlüsse eben einfach vor. Und bei vielen, die jetzt schon so vereinfachte Anmeldeverfahren haben, steht auch schon drauf, der Netzbetreiber wird gebeten, die Prüfung des Zählers und den eventuellen Wechsel vorzunehmen. Mhm. Man bekommt dann einen Zwei-Richtungszähler, im Normalfall eine moderne Messeinrichtung, also einen digitalen Zähler, die können in zwei verschiedene Richtungen messen und messen dann den verbrauchten Strom getrennt vom eingespeisten Strom. Mhm. Das sind immer bloß ein paar Kilowattstunden aufs Jahr, also das ist eigentlich zu vernachlässigen. Aber es ist eben wichtig, dass der verbrauchte Strom hundertprozentig richtig angezeigt wird. Diese Bedingungen sozusagen hat auch die Bundesnetzagentur gestellt und das muss eben erfüllt werden, damit man so ein Gerät ohne irgendwelche Schwierigkeiten zu bekommen auch einfach selber in Betrieb nehmen kann. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe zu Hause sowieso einen riesengroßen Verbrauch tagsüber, habe zum Beispiel irgendein Studio zu Hause, wo ich Geräte zu laufen habe, die sowieso mehr Strom verbrauchen als dieses Modul oder zwei Module leisten, muss ich das dann auch alles machen? Ja. Prinzipiell gilt immer, dass diese Anmeldung vorgenommen muss, sobald eine Netzanbindung da ist. Also wenn das Ding verbunden ist auf irgendeine Art und Weise mit dem öffentlichen Netz, muss man diese Bedingungen erfüllen. Es ist natürlich so, dass wir mittlerweile rund 50.000 Geräte am Netz haben, bevor es überhaupt das Verfahren zur Anmeldung gab, bevor es überhaupt erlaubt war. Das nennt man Guerilla-Photovoltaik. Passiert ist bisher noch nirgends was. Auch bei den locker 250.000 Geräten, die sonst in Europa angeschlossen sind, ist noch nie irgendwas passiert, nennenswert. Und das andere ist eben, dass diese Geräte offensichtlich dem Netzbetreiber noch nicht aufgefallen sind. Denn auch da ist uns zumindest, und wir sind aber sehr viel unterwegs und in Kontakt auch mit Nutzern, noch nie irgendjemand auf die zugekommen aufgrund von einem Ablesen und hätte dann gesagt, nee, also das geht so nicht, dann musst du was machen oder es hätte Nachforderungen vom Amt gegeben oder so. Also nein, das ist alles noch nicht passiert. Wie viele Module kann ich so an oder über eine
Energiesteckdose in meinen Stromkreis so einspeisen zu Hause? Genau. Also das Maximum, das man sozusagen anschließen darf, sind 600 Watt. Mhm. Und zwar Geräteleistung. Jetzt muss man unterscheiden zwischen dem Output, den der Mikrowechselrichter, den wir vorher angeguckt haben, das kleine Kästchen hinten dran, den der raushaut und den Modulen, die man angeschlossen hat. Denn die Module, die man angeschlossen hat, die haben eine Watt-Peak-Zahl, also die maximal über dieses Modul erreichbare Zahl an Energie oder Leistung. Wenn man jetzt zum Beispiel einen modernen Wechselrichter, der sagen wir jetzt mal 560 Watt Output hat, solche gibt es von einem großen Anbieter, da kann man bis zu 720 oder 740 Watt Peak an Modulleistung dran machen. Mhm. Wichtig ist, dass der Wechselrichter nicht mehr als 600 Watt Output hat, dann ist man auf der sicheren Seite. Woher kommt diese Grenze? Die kommt, wie gesagt, von der Leistungsfähigkeit der Installation im Haus. Wir haben einfach die Kupferleitung und die Verbindungen dazwischen sind auf eine bestimmte Leistung ausgelegt. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir die Energie einspeisen über die Steckdose, sind wir ja quasi hinter der Sicherung. Und die Drähte in der Wand sind ausgelegt oder die Leitungen sind ausgelegt auf 16 Ampere. Wenn wir da jetzt nochmal 2,6 Ampere, so viel leisten nämlich diese Geräte mit 600 Watt, bei 230 Volt Wechselstrom, Spannung, genau, dann haben wir 2,6 Ampere und zusammen gibt es dann fast 19 Ampere und das ist einfach für die Leitung dann Obergrenze. Ja, mehr sollte man einfach nicht ranhängen. Also man will einfach dann damit sicherstellen, dass die häusliche Installation nicht überlastet wird. Genau. Und ich denke auch hier ist immer dann der Expertenrat gefragt, wenn man sich selber nicht ganz sicher ist, ob das alles funktioniert. Genau, im Zweifelsfall, und das schreiben wir auch auf unserer Webseite, immer nochmal einen Elektriker drüber gucken lassen. Wobei man auch dazu sagen muss, die Elektriker tun sich zum Teil auch ein bisschen schwer, weil für die ist sowas, also hier sich eine Stromleitung angucken und eine Steckdose installieren, Kinkerlitzchen. Mhm. Ja. Die sind sich dafür manchmal, schade das so zu sagen, die sind sich dafür manchmal einfach zu gut. Mhm. Okay. Mhm. Du hast schon angesprochen, ihr habt einen Blog, wir sehen es auch im Bild, machtdeinstrom.de. Was finde ich da? Also machtdeinstrom.de ist nicht nur ein Blog, wir haben auch einen Blog darauf, wo wir tatsächlich wertvolle Hilfestellungen geben, Tipps geben, wie stellt man das am besten auf, damit man die maximale Ausbeute hat, eben Hilfestellungen geben zum Thema Anmeldung, zum Thema, wie nehme ich es am besten, am einfachsten in Betrieb. Diese ganzen Sachen findet man dort. Das Ranking bieten wir eben auch an, wo wir die Sachen jedes Jahr nochmal neu, die Angebote vergleichen miteinander. Was wir aber zusätzlich auch noch machen, ist beispielsweise ein Online-Anmeldeservice oder Formularservice, wo tatsächlich bei kooperierenden Netzbetreibern, das ist auch schon eine ganze Menge, die da mit uns zusammenarbeiten, auch über unser Online-Formular sozusagen die Erstellung eines Anmeldeformulars möglich ist, sodass man nicht unbedingt nicht erst darauf warten muss, bis der Netzbetreiber ein eigenes vereinfachtes Anmeldeverfahren herausgebracht hat. Das dauert manchmal etwas länger und wir haben eben so ein bundesweit einheitliches Anmeldeverfahren entwickelt, zusammen mit Netzbetreibern, wo wir schon in vielen Netzbereichen die Möglichkeit anbieten können, jetzt darüber sein Anmeldeformular zu beziehen. Und zum Abschluss, jetzt sind wir ja hier speziell, also unsere Interessengemeinschaft ist ja hier speziell in Berlin-Brandenburg unterwegs. Ja. Das ist natürlich ein Thema für viele, die ein E-Fahrzeug haben, ob es jetzt ein Auto ist, ein Roller, ein Pedelec, die sagen, hey, ich kann mir irgendwie ein bisschen Strom machen, weil das Dach geht nicht oder was auch immer. Genau. Oder ich wohne zur Miete. Das ist oder ich wohne zur Miete, das ist das nächste Problem, genau. Wie ist jetzt so die Situation aktuell? Heute, wir haben also Stand, was haben wir heute, den 14. August 2019. Wie ist aktuell der Stand in der Region Berlin-Brandenburg? Fangen wir mal mit Berlin an. Wie ist da der Stromnetzbetreiber in Berlin aufgestellt? Fangen wir mal mit Brandenburg an. Okay, das sagt alles. Ja, es ist tatsächlich so, also die, der größte Netzbetreiber von Brandenburg ist ja die EDIS. Mhm. Ja, und die haben lange gehadert mit diesem Thema, muss man wirklich so sagen. EDIS gehört ja in den E.ON-Konzern. Mhm. Jetzt haben wir das Glück, dass in den E.ON-Konzern auch das Bayernwerk gehört. Das Bayernwerk wiederum gehört aber auch zur bayerischen Regionalsparte des BDEW, dem VBEW. Und die haben schon im Oktober letztes Jahr ein Muster für ein vereinfachtes Anmeldeverfahren rausgebracht.
dass das Bayernwerk dann übernommen hat. So, das heißt, es ist das erste Flächennetz in E.ON-Dach, mhm. das so ein vereinfachtes Anmeldeverfahren hat. Und das hat Schule gemacht, okay. ja, tatsächlich. Mhm. Die Abacon, die auch dazu gehört, hat dieses Formular übernommen und gibt es auch an Interessenten raus. Schleswig-Holstein-Netz hat es mal rausgegeben. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Da gab es dann intern ein paar Querelen, ein paar Leute, die quergeschossen haben. Und die EDIS tatsächlich ist noch am Überlegen. Ja? Oh Gott. Also ich habe, ja, es dauert eben ein bisschen. Ja. Wie gesagt, man muss halt gucken, Oktober letztes Jahr kam die Vorlage raus und bis jetzt haben sie es halt noch nicht geschafft, sich zu überlegen, ob sie das jetzt übernehmen wollen oder nicht. Gut. Aber manche Mühlen mahlen einfach etwas langsam. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass sie auch dieses relativ einfache Formular übernehmen und dann der Druck entsprechend auf Berlin steigt. Jetzt haben wir aber tatsächlich den Fall, glücklicherweise, dass Berlin, obwohl wir da schon sehr lange mit denen sprechen und noch nicht richtig vorangekommen ist, für in nächster Zeit etwas stärkere Überlegungen in diese Richtung anstrebt. Ich kann nicht ins Detail gehen, da gibt es verschiedene Sachen, die noch nicht ganz offiziell sind, aber es tut sich was, das kann man vielleicht sagen und wir mischen da mit und werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Ergebnis möglichst nutzerfreundlich aussieht. Okay, das heißt also, wir sind hier in der Region irgendwie auf einem Weg. Ja, das ist das. Siehst du für dieses Jahr dann noch einen Durchbruch oder eher in 2020? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, alles klar. Okay, Christian, das war super interessant. Vielleicht noch ganz schnell zum Abschluss die Frage, die auch immer noch gestellt wird. Rechnet sich das eigentlich, sowas zu machen? Was kostet so eine Anlage ungefähr? Kannst du es mal so ungefähr sagen? Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtige daran ist festzuhalten, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Angebote mit einem sehr, sehr unterschiedlichen Verhältnis von Wattpeak pro Euro, ja, also Preis-Leistung. Das heißt, es lohnt sich einfach vorher zu vergleichen. Wie gesagt, wir haben ein Ranking auf machtdeinstrom.de, da fließt auch das Thema Leistung pro Euro rein. Nicht nur, gibt auch noch andere Faktoren, aber da kann man sich auf jeden Fall mal schlau machen, was für unterschiedliche Angebote es gibt und dann für sich das Beste raussuchen. Ja. Das ist ein wichtiger Faktor bei der Frage, ob es sich lohnt oder nicht. Ein anderer wichtiger Faktor ist natürlich, nutzt man es optimal? Gibt es immer jeden Tag eine Verschattung, die einem auf den Output drückt oder sowas? Da muss man sich vorher Gedanken machen, ob man da den richtigen Punkt findet. Auch dazu gibt es Hilfestellungen bei uns auf der Webseite. Wenn man diese Sachen beachtet, lohnt es sich auf jeden Fall. Denn die Amortisierung bei einer optimalen Ausbeute liegt bei ungefähr 4 bis 6 Jahren. Und auf diese Bauteile, nämlich das Photovoltaikmodul und den Mikrowechselrichter, gibt es bis zu 25 Jahre Garantie. Das heißt, man hat also 20 Jahre lang, im Prinzip kann man sich so rechnen, kostenlos 250 Kilowattstunden im Jahr. Das ist das Mittel, ja, wo man nur 250 Watt erreichen kann. Das mal in Euro sind ungefähr 50 bis 60 Euro. Pro Jahr, ja, genau. Und bei einem Invest von ungefähr... Die günstigsten Anlagen kosten, also die, wo, wie sie hier steht, das war ein günstiges Angebot, muss ich aber sagen, die hat komplett genauso, wie sie da steht, 200 Euro gekostet. Die günstigsten, die es im Standard sozusagen gibt, liegen so bei 260, 300, 340 Euro. Gut, das heißt, wenn ich also zu meiner Bank gehe und sage, ich hätte hier 400 Euro, die will ich mal anlegen und möchte gerne 10-15% Rendite, dann lachen die, fallen die lachend vom Stuhl. Und was machen wir? Wir stecken lachend den Stecker rein. Wir stecken den Stecker rein, genau. Das Ding ist halt, man braucht einen langen Atem. Ne? Das muss halt dann auch schon entsprechend lang laufen. Das ist kein Wegwerfprodukt, ja, ja, ist klar. Sondern das ist was Nachhaltiges, aber das passt ja genau in unser Thema. Wunderbar. Christian, dann ganz herzlichen Dank an dich für die vielen Infos. Sehr gerne. Euch weiterhin viel Erfolg. Danke. Ebenso. Ich bin ja dran an dem Thema und wir werden immer wieder ein bisschen darüber berichten. Und es gibt ja, wie gesagt, verschiedenste Varianten, entweder die mit Stecker oder eben ohne, wenn man den Platz nicht hat. Alles klar. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss.